Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Maximilian Kiefer sind schwach in den Weltcup gestartet. Nach der ersten Runde liegt die rheinische Paarung bei der 59. Austragung der offiziellen Teamweltmeisterschaft in Melbourne nur auf dem geteilten 23. Platz unter 28 teilnehmenden Teams. Kaymer und Kiefer spielten eine 68 und blieben damit 4 Schläge unter Par. Die Führung teilen sich mit jeweils 10 Schlägen unter Platzstandard die Duos An Byung-Han und Kim Si-woo, Südkorea, Tyrell Hatton und Ian Poulter, England, sowie Mark Leishman und Cameron Smith, Australien. Die dänischen Titelverteidiger Søren Kjetzen und Torbjørn Olesen liegen mit einem Schlagrückstand auf dem geteilten 4. Platz. Der Weltcup wird im Jahr 2018 im Wechsel nach den Formaten Fourball, beide Golfer eines Teams spielen parallel, das bessere Ergebnis zählt und Foursome, die Golfer schlagen abwechselnd einen Ball, ausgetragen. Die erste und dritte Runde werden als Fourball, die zweite und vierte als Foursome gespielt. Neuer Partner für Kaymer Kiefer war zuletzt 2013 gemeinsam mit Marcel Siem angetreten. Kaymers letzter Einsatz war 2011 an der Seite von Alex Zeker. Dort hatte der ehemalige Weltranglistenerste an der Seite des gebürtigen Tschechen mit Platz 2 sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis erzielt. In der Geschichte des seit 1953 ausgetragenen Weltcups gab es bislang 2 deutsche Triumphe. 1990 holten Bernhard Langer und Thorsten Gideon in Orlando, Florida die Siegertrophäe, 2006 setzte sich Langer auf Barbados an der Seite von Marcel Siem durch.